Jetzt haben wir es 13 Uhr und damit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Axel Jürgensmann, ich bin Client Relationship Manager bei Arcando. Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Jens Grunwald, ich bin Consultant bei der CTH und bewege mich schwerpunktmäßig in den Themen des Employee Managed Health Services und des Organisationsmanagements. Jawohl, und auch von mir einen schönen guten Tag. Ich bin Kai-Markus Flühr, ich bin Consultant bei der Arcando und arbeite hier mit dem Schwerpunkt SAP UI5, Fiori und SAP Gateway. Wir sind eine schwedische Unternehmensberatung mit 1.800 Mitarbeitern. In Deutschland sind wir die größte Landesgesellschaft außerhalb von Schwedens und haben knapp 300 Mitarbeiter, sind über das ganze Bundesgebiet mit Niederlassung verteilt, hauptsächlich hier in Hamburg, wo ich mich jetzt hier auch gerade befinde. Was machen wir? Wir fokussieren uns auf Optimierungspotenziale unserer Kunden und setzen sie mit Mitteln der IT um. Und das machen wir in den Bereichen SAP, Java und Microsoft Consulting. Und flankiert wird das Ganze durch ein Business Consulting vom Requirements Management über Projektmanagement bis hin zum Testmanagement, sodass wir in der Lage sind, Projekte aus einer Hand abzuwickeln. Die CTH stelle ich Ihnen auch einmal kurz vor. Wir sind eine Unternehmensberatung, die hier in Hamburg ansässig ist, von der Hauptfiliale her entsprechend. Wir haben auch noch eine Zweigniederlassung in Köln und wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit allen Themen rund um das SAP HCM. Warum wir zusammen hier jetzt sitzen, hat einen ganz einfachen Grund. Wir arbeiten schon sehr lange in Projekten gemeinsam zusammen. Und zwar wir von der Arcando sind fokussiert unter anderem auf das Thema Portale, unter anderem auch mit SAP, das Thema moderne Frontend-Technologien, wie jetzt zum Beispiel Fiori, aber auch mobile Lösungen. Und die CTH ist eben sehr spezialisiert auf das ganze Thema Human Resources im SAP-Bereich. Und insofern ergänzen wir uns dort hervorragend, was wir auch schon bei mehreren Kunden getan haben. Kurz zur Agenda. Also ganz zu Anfang wollen wir ein bisschen fachlich werden, warum wir überhaupt das ganze Thema hier angehen. Dann werde ich Ihnen kurz zeigen, was es eigentlich mit Fiori auf sich hat. Dann gehen wir ein auf die Fachlichkeit, was bewegt uns eigentlich bei ESS, MSS-Szenarien. Dann gucken wir uns an, wie solch eine Fiori aussieht von der SAP und wie man dann auch eine Fiori individualisieren kann. Machen noch einen kurzen Schwenk auf der Architektur, um zu zeigen, was passiert da eigentlich im Hintergrund. Und würden da nachher am Schluss nochmal zusammenfassen, was Sie gesehen haben. Kommen wir also los zum Status Quo, lieber Jens. Ja, vielen Dank, Axel. Liebe Zuhörer, zum Einstieg haben wir uns gedacht, dass wir uns dem Thema aus prozessualer Sicht nähern, indem wir Ihnen eine kurze Beschreibung über die Ist-Situation geben, so wie wir sie häufig auch noch in den Unternehmen vorfinden. Und worauf wir letztendlich immer wieder stoßen, ist, dass eine Vielzahl von Prozessen in Unternehmen nicht systemgestützt abgebildet werden, sondern noch außerhalb des Systems ablaufen, also quasi manuell und papierbasiert. Das kennen Sie vielleicht selbst aus Ihren Unternehmen auch, dass dort diverse Excel-Tabellen oder auch Formulare im Umlauf sind, in denen entsprechend außerhalb des Systems Daten gepflegt werden, die dann durch verschiedene Hände wandern, bevor dann letztendlich die Daten durch die Personalsachbearbeiter in das System eingegeben werden. Die Risiken bzw. auch die Folgen, die sich daraus ergeben, denke ich mal, liegen auf der Hand. Die Prozesse werden dadurch natürlich undurchsichtig. Sie haben auf jeden Fall Redundanzen in der Datenerfassung und Haltung. Weiterhin besteht natürlich auch das Risiko, dass Daten verloren gehen können bzw. auch falsch eingegeben können, was sich letztendlich immer auf die Datenqualität negativ auswirkt und in letzter Endkonsequenz dann natürlich auch, dass sich in der Regel anschließende Reporting betrifft. So, und was auch noch zu erwähnen ist, dass die Sachbearbeiter bzw. die Vorgesetzten auch mit Aufgaben zu ihrem normalen Tagesgeschäft betraut sind und dadurch Ressourcen gebunden werden, wo diese entsprechenden Tätigkeiten durchaus auch in die Hände der Mitarbeiter gelegt werden können. So, ich denke, da sind wir uns
alle einig, wenn wir sagen, dass das nicht zuletzt aufgrund der heutigen technischen Möglichkeiten nicht mehr zeitgemäß ist. Und das hat uns zu der Fragestellung gebracht, wie sich denn unsere Arbeitswelt morgen gestaltet. Ja, das sehen wir eben gemeinsam so, dass man eben heutzutage anders arbeitet und morgen sicherlich nochmal wieder ein Stück anders arbeiten wird als in der Vergangenheit. Das heißt, man sitzt nicht mehr so viel am Arbeitsplatz, im klassischen Büro, sondern man ist mobiler unterwegs. Auch die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, ist anders als früher. Das sind nicht mehr einfach so diese geraden Prozesse, an denen man sich langhangelt, sondern es ist viel dynamischer mit in der Form, wie man arbeitet. Und heutzutage, wenn ich jetzt, wenn wir gerade über das Thema Self-Services reden, dann gewinnen auch zum Beispiel so Dinge wie Mobility einen ganz anderen Stellenwert als früher. Ja, und das heißt, es führt einfach dazu, dass man viel mehr bezogen auf den Mitarbeiter arbeitet, dass man selber Dinge in die Hand nehmen will, dass man schnell und effizient seine Aufgaben abarbeitet und eben halt auch vernetzt. Das heißt, man erwartet dann, dass Prozesse eben halt nicht langlaufend sind, sondern eben auch schnell abgewickelt werden können. Ja, und etwas, was wir auch in der Praxis durchaus feststellen, ist, dass hier ein Wandel letztendlich auch in den Personalbereichen hin zur Rolle eines modernen Dienstleisters innerhalb des Unternehmens sich vollzieht. Genau, und damit kommen wir nämlich jetzt auch schon gleich zu dem nächsten Punkt, wo wir Ihnen jetzt mal kurz vorstellen möchten, was eigentlich jetzt mit diesen neuen Technologien von SAP möglich ist. Und zwar, dieser Begriff Fiori, der taucht ja auch schon in unserer Agenda heute auf. Was ist das eigentlich überhaupt? Also zunächst mal ist Fiori ein Designkonzept von der SAP zur Erstellung von Apps, die sowohl mobil als auch stationär sein können. Also es sind nicht nur die Apps, die jetzt die SAP so standardmäßig ausliefert, sondern es ist ein Konzept, was dahinter steckt, was man als Fiori benennt. Das sind entweder transaktionale Apps oder aber auch anders geartete, also zum Beispiel informative oder auch welche, wo man analytische Funktionen darstellt. Die werden auf einer Technologie erstellt, die sich SAP UI 5 nennt. Das ist so ähnlich wie ABAP, einfach eine Entwicklungsumgebung, mit der man eben solche Apps erstellen kann. Was dort Sinn der Sache ist, dass man ein zeitgemäßes Frontend hat, also nicht mehr die klassischen SAP GUI-Transaktionen, wie man sie so kennt. Und was ich eben schon sagte, sie sind auch eben mobil verwendbar. Das heißt, es gibt dort Bibliotheken, mit denen man dort gleich, ohne etwas zusätzlich tun zu müssen, eben auch mobile Geräte ansprechen kann. Ja, und das Ziel des Ganzen ist eben halt, dem Benutzer ein völlig neues Gefühl für SAP zu geben, damit das Ganze einfacher wird und zeitgemäß. Und jetzt gucken wir uns nochmal an, wie man das so bisher hatte. Das heißt, jeder kennt ja diese SAP GUI-Transaktion aus der Vergangenheit und auch aus der Gegenwart. Das heißt, die sind recht starr. Dann hat man irgendwelche kryptischen Kürzel, die man dort eintragen muss in bestimmte Felder. Und das Ganze ist eben etwas doch an die Jahre gekommen. Wenn man sich dann mal solche Detailsbilder anguckt, dann sind das hunderte von Feldern, die zu so einer Transaktion gehören. Man sieht da oben auch sehr schön die Karteireiter. Also das ist schon ein ziemlicher Dschungel, in dem wir uns da bewegen. Und für die meisten Anwender ist solch eine Komplexität einfach schwer zu durchschauen, schwer beherrschbar. Und naja, in diesem Dschungel lauert vielleicht auch ab und zu mal ein Krokodil, was dann darauf wartet, dass man dort eine Falscheingabe macht, um dann eben halt sich im Dschungel zu verirren. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie das mit Fiori gedacht ist, dort findet man dann zum Beispiel so Dinge, die man aus der Webwelt gewohnt ist. Also erstmal sehr stark reduziert, einfach auf das reduziert, was der Anwender wirklich in dem Moment braucht. Auch so Gestaltungsmöglichkeiten wie, ich gehe mal eben kurz mit dem Cursor da drauf, ich hoffe, alle können das sehen, so etwas wie so ein Einkaufswagen oder sowas. Muss nicht für jede Transaktion sinnvoll sein, aber wie gesagt, solche Möglichkeiten gibt es heute mit Fiori. Also jedenfalls deutlich anders als das, was wir bislang im SAP gesehen haben als Transaktion. So, und da gibt es jetzt eine Demonstration, eine Demo-Cloud, wie die SAP das nennt. Die Stelle ist frei zur Verfügung. Und dort kann man sich auch einiges schon mal angucken. Das können Sie auch tun. Und Sie kriegen am Ende auch die Folien,
Da finden Sie auch unten diesen Link, den Sie dann auch benutzen können für sich selber, um sich selber mal einen Eindruck zu verschaffen über das, was dort so angeboten wird. Insgesamt sind das aktuell etwas über 700 Fiori-Apps, die SAP kostenlos zur Verfügung stellt, die mit der klassischen ERP und SAP ERP Suite funktioniert. Die sind frei verfügbar, Sie müssen also nicht extra etwas dafür bezahlen. So, jetzt gucken wir uns das Ding einfach mal an. Da muss man einfach hier nur mal oben See in Action draufgehen. Entschuldigen Sie bitte, dass das alles auf Englisch ist. Das liegt nicht an uns, das ist von der SAP so vorgegeben. Die Applikation selber kann man natürlich dann auch in Deutsch bekommen, sind auch mehrsprachig. Agree. So. Was wir jetzt hier sehen, ist das sogenannte Launchpad. Das ist also quasi das, was der Anwender als Sprungbrett in die einzelnen Applikationen zur Verfügung hat. Das wird übrigens auch von der SAP als die zukünftige Oberfläche gesehen, wo später die ganzen Transaktionen für die Mitarbeiter dann als Favoriten oder wie man das auch mal nennen will, dann eben zur Verfügung gestellt werden. Und wir sehen, gibt es hier jetzt hier in diesem Demonstrator eine Reihe von Gruppen von Applikationen, die hier zur Verfügung stellen. Und die kann man dann eben aufrufen und kommt dann eben halt in diese Aktion hinein und kann dann eben halt ja einfach mal ausprobieren, wie sich damit so lebt. Na, ein bisschen langsam heute. Das wollte ich jetzt auch gar nicht weiter im Detail vertiefen. Wir gucken uns später nochmal eine ausführliche an. Ja, und dann geht man damit wieder zurück. Und das wird also das sein, wie man zukünftig mit SAP arbeitet. So, wie hat man sich darunter vorzustellen? Das heißt, ich habe also jetzt dieses Fiori Launchpad und mit seinen Applikationen zur Verfügung. Das ist das, was der Mitarbeiter sieht, was der Mitarbeiter zur Verfügung hat. Und im Hintergrund kann sich sowohl das klassische SAP befinden, aber auch durchaus andere Applikationen, die man dort mit einbinden kann in diese Fiori Apps. So dass man also dort flexibel auch individuelle Applikationen erstellen kann, die über den SAP-Standardumfang hinausgehen. So, und dann kommen wir jetzt auch zu den CSS-MSS-Szenarien, die heute Thema sind. Ja, also bevor wir Ihnen dann gleich anhand eines Beispiels einen sogenannten ESS-MSS-Prozess auf Fiori-Basis darstellen, haben wir hier auf dieser Folie nochmal Gründe zusammengefasst, die für einen Einsatz der Employer Manager Self-Service-Szenarien sprechen. Das wesentliche Hauptaugenmerk der Szenarien in diesem Umfeld liegt natürlich darauf, Prozesse so effizient und schlank zu gestalten wie möglich, und zwar auch über die gesamte Prozesskette hinweg und auch für alle Beteiligten. Daten lassen sich entsprechend durch die Prozessbeteiligten direkt im System erfassen, was dazu führt, dass wir natürlich entsprechend die Umfänge, in denen Papierformulare genutzt werden, reduzieren können. Natürlich ist auch zu erwähnen, dass wir, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, die Mitarbeiter entsprechend aktiv in die Prozesse einbinden. Das heißt, Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Daten aufzurufen, auf die entsprechend zuzugreifen, völlig unabhängig davon, ob Sie sich jetzt gerade am Flughafen befinden, ob Sie außendienstlich unterwegs sind oder ob Sie auch im Büro sitzen. Sie haben die Chance, zeitnah auf Ereignisse zu reagieren bzw. Prozesse auch zu initiieren und vor allen Dingen, was die Transparenz betrifft, auch nachzuverfolgen. Also Sie sind quasi immer up to date. Ja, und last but not least möchte ich an dieser Stelle auch die intuitive Bedienbarkeit erwähnen. Das heißt, die Anwendungen sind einfach und ohne große Schulungsaufwände einsetzbar und durch die Mitarbeiter auch nutzbar. So, und dass das tatsächlich auch so ist, das wollen wir jetzt einmal live demonstrieren. Susanne, schaltest du einmal bitte meinen Bildschirm frei? So, dafür
starte ich jetzt einmal das Fiori Launchpad, was du, Axel, schon erwähnt hattest. Wir bewegen uns jetzt hier gleich auf unserem Demonstrationssystem von der CTH. Und zwar werde ich mich jetzt als erstes mit einem ESS-User einwählen, der entsprechend gleich das Launchpad, wie wir das gerade schon gesehen haben, zur Verfügung haben, hier entsprechend die einzelnen Kacheln bzw. Apps aufgeführt. Und wir wollen Ihnen gerne einmal die Beantragung eines Abwesenheitsantrags bzw. dieses Prozesses demonstrieren. Sie sehen hier schon anhand der Oberfläche, ich muss einmal hier das Panel zur Seite klappen, dass ich ein bisschen einen besseren Überblick habe, dass wir hier die Möglichkeit haben, über einen Kalender uns einen Überblick zu verschaffen, wo wir gegebenenfalls schon Anträge gestellt haben, beziehungsweise wie der Status ist, das erkennen Sie auch hier farblich hervorgehoben. Wir befinden uns heute hier am 25. und der Mitarbeiter hat natürlich die Möglichkeit, auch entsprechend sich eine An- bzw. Abwesenheit zu selektieren. Wir werden mal für den 26., also für den morgigen Tag entsprechend, ich blätter einmal hier die Dropdown-Liste auf, einen Urlaubsantrag stellen. Sie sehen auch hier oben rechts in der Ecke aufgeführt, dass der Mitarbeiter einen Überblick hat über seine Resturlaubsansprüche. Der Vorgesetzte hier in diesem Fall, ist das meine Wenigkeit, wird Ihnen entsprechend vorgeschlagen. Der Mitarbeiter hat noch die Möglichkeit, entsprechend eine Notiz zu verfassen. Das machen wir auch mal ganz kurz. Und kann dann entsprechend sagen, okay, ich sende jetzt entsprechend meinen Antrag. Wir bekommen hier noch mal ein kleines Pop-up, wo entsprechend die Daten des Antrags aufgeführt sind, und sende das Ganze ab. Sie sehen auch hier unten die kleine Erfolgsmeldung, dass der Antrag entsprechend jetzt an den Vorgesetzten geleitet wurde. An dieser Stelle der Hinweis, wir haben auch die Möglichkeit, E-Mails zu versenden. Also gehen wir jetzt mal davon aus, wenn wir das entsprechend eingerichtet haben, dass der Vorgesetzte eine E-Mail bekommt in sein Outlook-Postfach, dass ein Antrag von der Konstanze Engel hier in diesem Fall eingegangen ist. So, und jetzt melde ich mich hier einmal ab und wechsle dann, ich mache nochmal einen neuen Tab auf, entsprechend in die Sicht des Vorgesetzten, melde mich hier auch ganz normal wieder an. Auch als Vorgesetzter habe ich entsprechend die einzelnen Kacheln zur Verfügung. In diesem Fall werde ich jetzt hier in meiner Managerfunktion in den Arbeitsvorrat reingehen. Sie sehen hier entsprechend die Anträge der einzelnen Mitarbeiter aufgelistet. Sie haben hier entsprechend auch eine Suchfunktionalität, um Anträge entsprechend auch gezielt zu suchen, beispielsweise nach Mitarbeiternamen. So, und wir sehen hier in der Mitte, den Antrag selektiere ich jetzt mal, den Urlaubsantrag der Konstanze Engel. Ich habe hier die Möglichkeit, mir auch entsprechend eine Notiz anzuschauen, die der Mitarbeiter verfasst hat. Ja, und ich bin jetzt mal ein netter Vorgesetzter und ich sage ganz einfach, wir genehmigen den Antrag. Ich hätte hier die Möglichkeit, den Mitarbeiter auch nochmal entsprechend eine Rückmeldung zu geben. Macht natürlich immer dann Sinn, wenn Sie einen Antrag ablehnen. Sparen wir uns an dieser Stelle einmal und sagen genehmigen. So, Sie sehen, der Antrag entschwindet hier auch aus meinem Arbeitsvorrat. Das sehen wir auch hier gleich. Die Anzahl hat sich von 3 auf 2 reduziert. Ja, das ist der Prozess. Im Anschluss daran würde jetzt noch die Verbuchung in das Backend erfolgen, in die jeweiligen Infotypen. Wir haben Ihnen an der Stelle auch nochmal ein paar Beispiele mitgegeben, die der Axel gerade überblättert hat. Da können Sie sich gerne natürlich auch jederzeit selbst
einen Eindruck zu verschaffen. Ja, das haben wir gemacht, weil Sie natürlich jetzt nicht Zugriff haben auf dieses Demosystem der CTH und damit Sie auch etwas haben, was Sie dann nachher zu Hause sich nochmal betrachten können. So, gehen wir also weiter in unserem Fahrplan. Lieber Jens, was machen wir nun, um solch eine Theorie einzuführen bzw. auch zu individualisieren? Genau, gutes Stichwort. Ja, also wenn Sie sich letztendlich dafür entschieden haben, Fiori generell einzuführen und auch den Scope definiert haben, welche Applikationen für Sie im Fokus stehen, sind natürlich noch weitergehende Schritte zu erledigen. Die haben wir hier einmal auf dieser Folie geclustert dargestellt. Fangen wir einfach mal oben links an. Natürlich müssen Sie erstmal die Systemvoraussetzungen schaffen, um Fiori einsetzen zu können. Stichwort Softwarekomponenten aktualisieren bzw. Add-ons bereitstellen, damit das Ganze auch lauffähig ist. Dann haben wir selbstverständlich immer auch gewisse Basiseinstellungen, die zu erledigen sind. Machen wir das mal am Beispiel fest. Sie setzen ein Portal ein und möchten da entsprechend dann auch Daten zwischen dem Portal und dem Backend-System entsprechend austauschen. Da müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass die Kommunikation da funktioniert. So, ansonsten sind noch diverse Aktivierungen vorzunehmen. Beispielsweise die Services im Bereich ESS, MSS, die Sie einsetzen möchten, also von den Anwendungen her, die Business Functions, die sich dahinter verbergen, um Ihnen die zusätzlichen Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen, müssen aktiviert werden. Und natürlich auch die OData Services, da wird Ihnen dann entsprechend der Kai nachher noch mehr zu sagen. Machen wir oben auf der rechten Seite einmal weiter, abhängig natürlich davon, welche Funktionen oder Services Sie auch einsetzen möchten, müssen wir natürlich noch das Customizing betreiben. Ich habe jetzt hier mal stellvertretend die Komponenten der Zeitwirtschaft und des Organisationsmanagements aufgeführt. Sie müssen selbstverständlich auch definieren, wer darf was, in welchem Umfang. Und wenn wir jetzt von Vorgesetzte dann noch reden, für wen gegebenenfalls dürfen Vorgesetzte tätig werden. So, und an dieser Stelle abschließend, wenn Sie auch Formularszenarien einsetzen möchten, müssen wir natürlich auch entsprechend die Formulare im Backend zur Verfügung haben. Bitte bedenken Sie, das ist hier keine abschließende Aufzählung, das soll Ihnen nur einen gewissen Fahrplan geben, in welche also welche weiteren Schritte Sie auch durchaus noch bedenken müssen und die auf Sie warten. So, wenn Sie sich einen Überblick verschaffen möchten, dann empfehlen wir Ihnen wärmstens die Fiori App Bibliothek, die die SAP bereitstellt. Hier können Sie beispielsweise filtern nach Line of Business. Den Link dazu, wie Sie dahin gelangen, haben Sie hier entsprechend hier auf der Folie. Und hier haben Sie entsprechend dann auch definitiv einen guten Einblick für den Einstieg, was beispielsweise die Beschreibung der Anwendungen betrifft, aber auch um sich vertraut zu machen mit ersten technischen Informationen, auch in Bezug auf Erweiterungs- und Konfigurationsmöglichkeiten. Das sehen Sie entsprechend auch nochmal dargestellt. So, bevor wir uns jetzt dann gleich dem zweiten Demonstrationspart zuwenden, hier noch ganz kurz eine Möglichkeit aufgeführt. Natürlich haben Sie auch die Option, die Fiori-Apps entsprechend an ihre Corporate Design anzupassen beziehungsweise auch Hintergründe mit entsprechend einzubinden. So, und damit übergebe ich den Staffelstab an Kai, bitte. Jawohl, vielen Dank. Was ich jetzt an dieser Folie zeigen will, ist, wie die Erweiterung einer SAP Standard Fiori funktioniert. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass man diverse Anforderungen hat an die Fiori, dass man diverse Eigenheiten oder Anpassungen umgesetzt haben möchte, und das ist bei der SAP Standard Fiori berücksichtigt von Anfang an, und daher lassen sich diese auch sehr gut erweitern. Das Prinzip möchte ich hier nur auf dieser Folie verdeutlichen.
Und die Anpassung einer SAP-Standard-Fury erfolgt modifikationsfrei durch sogenannte Erweiterungsprojekte. Ein Erweiterungsprojekt ist im Grunde auch nichts anderes wie eine eigene Fury, die wiederum auf eine Standard-Fury verweist. Und die Logik dahinter ist folgende: Die eigene Fury ist komplett leer an Quellcode, bis auf den Verweis, wenn nicht anders angegeben, bin ich, die, wie hier angezeigt, Z-Approve-Leave-Request, genauso wie die Standard-Fury. Die Individualität wiederum kommt nun dadurch, dass die Standard-Fury diverse Erweiterungsmöglichkeiten anbieten. Ich habe hier die Chance, Logik zu ersetzen oder zu erweitern. Das Gleiche kann ich auch für Oberflächen machen. Ich kann auch nicht gewollte Elemente ausblenden. Beispielsweise, wenn es jetzt heißt, oh, das Feld brauchen wir nicht, muss es denn sein, dass wir das jetzt immer sehen, wenn wir diese Fury benutzen? Man kann Texte neu übersetzen oder man kann auch den Datenservice austauschen, um dann zum Beispiel die Fury mit eigenen Daten versorgen zu können. Sollte man sich nun entscheiden, eine Erweiterungsmöglichkeit zu implementieren, was frei nach Bedarf geschehen kann, dann ist diese Erweiterung, sagen wir mal, ein neues Feld, nur in der eigenen Fury vorhanden, nur dort aktiv. Was ich jetzt nun demonstrieren möchte, ist, wie ich eine SAP Standard Fury live erweitern kann. Wir sehen jetzt noch ein Ausschnitt einer Standard-Fury. Das hier ist die Approve-Leave-Request, also die Fury, um Urlaubsanträge zu genehmigen, jetzt mit Testdaten bestückt. Und was ich nun machen möchte, ist, ich wäre jetzt der Entwickler und habe eine Anforderung bekommen, dass ich unter dem Datumsfeld Sonntag noch ein weiteres Feld aufnehmen muss. Das möchte ich jetzt in der SAP Web IDE live demonstrieren. So, jetzt sollte man das sehen können. Ich bin jetzt hier gerade in der SAP Web IDE, eine cloud-basierte Entwicklungsumgebung direkt von der SAP, die besonders gut geeignet ist für die Entwicklung, aber auch die Erweiterung von SAP Standard Fury. Gut, was ich jetzt hier habe, ist der Standard-Quellcode, den ich hier mal kurz verklickt hier hervorhebe. Das ist die HCM-LRQ-APV. In der Dokumentation, die Jens schon erwähnt hatte, kann man jetzt nachlesen, welche Erweiterungsmöglichkeiten es gibt und wo ich die finde. In der Doku würde stehen, das von mir angedachte Feld befindet sich in der S3-View und dort wiederum gibt es einen Erweiterungspunkt, den ich hier kurz hervorgehoben habe, der dann von uns aus implementiert werden kann. Ich erstelle nun auf Basis dieser SAP Standard Fury ein Erweiterungsprojekt. Dies geht in der SAP Web IDE durch Wizard sehr schnell und sehr angenehm, was dann den Entwickler sehr viel Aufwand abnehmen kann. Ich erstelle jetzt hier also mein Projekt mit diesem kleinen NDXT, klicke mich hier durch. So, jetzt habe ich hier das Erweiterungsprojekt, es ist soweit komplett leer, bis auf also minimale Verweise. Ich starte es jetzt aber trotzdem schon mal hier mit dynamisch generierten Testdaten, was dann kurz dauern mag. Und, das ist ja schon, jetzt kommen noch nach und nach die Testdaten geliefert. Ratter, ratter. Okay, so, hier ist jetzt die Fury des Erweiterungsprojektes, sieht jetzt noch komplett so aus wie die Standard davor. Sie liefert aber jetzt schon sämtliche
Anzeigen und auch sämtliche Logiken der Entwicklung, sämtliche Features, die das Original auch hat. Nun mache ich mich daran, mein Feld aufzunehmen. Auch dies geschieht in der Web-IDE Wizard gesteuert. Ich kann hier nun auf Basis meines Erweiterungsprojektes sagen, ich hätte bitte eine neue Erweiterung. Das ist schon vorausgefüllt, soweit richtig. Und kriege hier jetzt nochmal eine schöne visuelle Übersicht der Möglichkeiten, die ich dann auch schon vorher erwähnt hatte. Was wir nun machen wollen, ist diese S3-View erweitern. Dort ist ja ein Fragment, was wir implementieren möchten. Hier ist es jetzt schon passenderweise vorgewählt. Ich gehe hier weiter, navigiere mich durch die View, dort wiederum zum Extension Point, also zum vorgesehenen Erweiterungspunkt der SAP. Hier der Header, den wir benutzen werden. Beispielsweise findet man hier auch noch einen Tab, um dann diese Filtertabellen nochmal zu erweitern, aber wir verwenden jetzt den Header. Ich gehe weiter und jetzt wurde bereits schon alles für mich vorbereitet. Es fand jetzt auch schon ein Absprung in dieses sogenannte View-Fragment statt. Alles, was hier jetzt reinkommt, wird dann in meiner erweiterten Fury angezeigt. Das kann dann jetzt beispielsweise ein eigenes Feld sein zur Anzeige, was ich jetzt hier mal schnell beispielsweise implementiere. Einmal für den Text, hier wäre dann beispielsweise die Daten aus dem angepassten eigenen OData Service. Ich nenne es jetzt einfach mal ZZ, mein Feld. Titel wäre dann ein möglicher Bezeichner. Und jetzt nehme ich noch ein weiteres Attribut mit rein. Ich setze das Feld auf Active, was dann im Grunde nur einen netten Hervorhebungseffekt hat, dass wir es dann gleich nochmal sehen können. Ich wechsle jetzt nochmal zur erweiterten Fury. Sie läuft noch und das Feld fehlt. Ich lade die Fury neu. Auch hier bitte ich dann kurz um Geduld, bis sich dann soweit alles aufgebaut hat. Und wir sehen, ich habe jetzt hier eine Erweiterung ZZ, mein Feld. Das ist also nun drin. Und diese so erweiterte Fury kann ich nun selbst ins Launchpad deployen und meinen Anwendern zur Verfügung stellen. Bei Bedarf kann man dann nun mittels Berechtigungen die SAP Fury ausblenden und dann nur noch diese hier dem eigenen Bedarf angepasste Fury weiterverwenden. Ja, das ist das, was ich vorstellen und zeigen wollte, wie man eine SAP Standard Fury erweitern kann. Es gibt natürlich noch diverse weitere Möglichkeiten. Man kann jetzt auch hinter diesem Feld eine eigene Logik legen. Ich kann auch Gateway Services, das sind also Datendienste, mit der eine Fury bestückt wird oder gefüttert wird, kann ich auch nochmal anpassen, dass dann auch die Daten aus dem SAP nun in mein Z-Feld hier landen, welches jetzt ja derzeit noch hardcodiert ist. Ich denke mal, dieser Einblick hat jetzt den ersten guten Eindruck gegeben und ich gebe jetzt wieder zurück an Axel. Ja, herzlichen Dank. Moment. Ich will wieder meinen Bildschirm teilen. So, funktioniert wieder. Perfekt. Ja, wir haben gerade eben gesehen, wie man eine vorhandene Fury anpassen kann. Was wir auch nicht unterschlagen wollen, ist, dass es eben halt eine offene Frontend-Technologie ist, mit der man eben auch eigene Applikationen bauen kann. Das heißt also, wenn uns diese vorgefertigten Furies von der SAP nicht ausreichen, was sehr oft der Fall sein wird, denn wie gesagt, das ganze Thema lebt ja davon, dass es individuelle Oberflächen sind für den einzelnen Mitarbeiter durch die Reduktion, dann haben wir hier auch mit Zapier i5 einen großen Baukasten, mit dem wir also jede Menge verschiedene Frontend-Elemente jetzt hier verwenden können.
um uns unsere eigenen Applikationen zu bauen. Da gibt es, wie gesagt, einen Steilguide, haben wir vorhin schon mal gesagt, nach denen eben halt solche Applikationen gebaut werden. Und hier gibt es dann eben vorgefertigte Komponenten, mit denen man dann eben diese Applikation dann zusammensetzen kann und dann mit der entsprechenden Funktionalität im Backend versorgt. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Auch hier wieder ganz unten sehen Sie einen Link für diejenigen, die von Ihnen technisch interessiert sind. Dort gelangen Sie dann in die Übersicht, was man mit Zapier i5 alles machen kann, die Komponentenbibliotheken und dergleichen. So, was wir Ihnen auch nochmal zeigen wollten, sind jetzt auch Beispiele davon. Das hier stammt ja zum Beispiel aus einem Projekt, was wir durchgeführt haben für ein Mitarbeiterportal. Da sehen Sie auch, wie schön sich so etwas zum Beispiel in ein SAP-Standardportal einschmiegen lässt und einfügen lässt. Das heißt, das sieht jetzt hier, was Sie hier sehen, überhaupt nicht mehr nach Standard-SAP aus. Man sieht auch hier durch die Farbgebung, dass das eben vollkommen individualisierbar ist. Nichtsdestotrotz der Charme des Zapier i5, des Fiori, eben halt zu reduzieren, Dinge einfach darzustellen, ist auch hier gegeben. Oder ein weiteres Beispiel, was wir für einen Kunden gemacht haben, ist ein Kundenportal mit SAP Fiori. Das heißt, dort wählen sich Kunden ein und naturgemäß ist es schwierig, vermittelbar einem Kunden erstmal eine Schulung angedeihen zu lassen, damit er das bedienen kann. Also auch hier ist es ganz, ganz wichtig, dass die Applikation intuitiv zu bedienen ist. Und was eben halt jetzt mit Fiori eben doch deutlich einfacher möglich ist als früher, sodass man eben auch heutzutage die Kunden oder auch Lieferanten oder sonstige externe Partner eben auch wirklich an das SAP heranlassen kann. Und nun sieht man hier unten sehr schön mal zwei Beispiele, wie das dann auch sich dann darstellt, wenn eben halt nur solch ein kleiner Bildschirm dann eben zur Verfügung steht. Das heißt, wie sich das dann untereinander anordnet, sodass man auch eine, ich sag mal, etwas größere Bildschirmdarstellung eben dann auch auf mobilen Geräten nutzen kann. So, und das ist genau das, was jetzt Kai eben auch schon gerade angesprochen hat. Das heißt, die Frage der Architektur, die dahinter steht. Dazu mal eben eine kleine Anmerkung dabei, was ist das Ganze eigentlich überhaupt? Das heißt, wir haben eben schon gesehen, es handelt sich bei dem Fiori um ein Designkonzept, um eine völlig neue Oberflächengestaltung, wie SAP sich nach außen darstellt, wie man es nutzen kann, vor allen Dingen reduziert. Dahinter steckt natürlich ein Konzept. Das heißt, es gibt ein Designkonzept, wie Oberflächen zu gestalten sind, aber es gibt auch Konzepte zum Beispiel, wie die Anbindung von Backend-Komponenten an diese Oberflächen durchzuführen sind. Es gibt Rollenkonzepte und so weiter. Und das, was wir eben hier rechts jetzt sehen, die Technologie, das heißt, wie komme ich von meinem Interface, was ich da eben auf meinem mobilen Gerät zum Beispiel oder meinem Desktop dann sehe, zu der Business-Logik aus dem Backend. So, Kai, da möchte ich gern wieder übergeben an dich. Jawohl, vielen Dank. Vielen Dank. Genau, jetzt fragt man sich ja vielleicht, wie ist es denn möglich, dass eine Webanwendung wie die Fiori so mit dem SAP kommunizieren kann? Die Antwort lautet witzigerweise nicht direkt. Ja? Was die Fiori braucht, ist also ein Übersetzer und ein Vermittler. Die Fiori selber baut auf bewährte Webtechnologien auf. Die Darstellung erfolgt hier in den gängigen Methoden mit HTML, CSS und JavaScript. Und für die Kommunikation verwendet sie eine etablierte Schnittstelle, und zwar das OData-Protokoll. Damit kommuniziert sie mit dem SAP Gateway. Das Gateway versteht diese Anfragen und kann diese dann wiederum in ein SAP ABAP-Format umwandeln. Die so veränderte Anfrage wird dann wiederum an die klassischen SAP-Systeme durchgereicht, beispielsweise SAP ERP oder CRM. Die Anfrage wird dort in der bereits vorhandenen Business-Logik verarbeitet. Das können die dort vorhandenen Objects sein, Klassen, Funktionsbausteine etc. Die Antwort wiederum geht dann an das Gateway-System zurück und wird dort wieder in ein für die Fiori verständliches Format umgewandelt. Und anschließend kann die Antwort, sagen wir mal,
Urlaubsanträge, die ich noch genehmigen muss, die können dann wiederum in Fiori dargestellt und angezeigt werden. Das ist so dieser Weg. Fiori Gateway ERP-System oder CRM-System beispielsweise. Das ist die Architektur, die dahinter steckt. Ja, bevor wir gleich noch zu den Fragen kommen, es sind inzwischen einige dabei, würde ich ganz gerne noch mal eben kurz die Zusammenfassung und Fazit hier noch mal eben durchgehen. Also erstmal, was wir gesehen haben, ist, wir haben hier, wie gesagt, Standard-Fioris zur Verfügung, die eben halt für die Kernprozesse von der SAP standardmäßig zur Verfügung gestellt werden. Wir können individualisieren, was wir übrigens eben in einer Frage auch schon gesehen haben. Es war die Frage, ob man eben halt nur ein individuelle Kundenerweiterung machen kann zu einer Fiori oder eben halt auch mehrere. Kai, ich denke mal, das dürfte kein Problem sein. Ja, also man kann zu einer Standard-Fiori Erweiterungsprojekte anlegen, was dann auch den schönen Effekt hat, Axel, dass man eine Fiori hat, aber die dann beispielsweise in 5 Fachbereichen Verwendung finden soll. Und dann kann man diese Standard-Fiori Fachbereichs individuell durch solche Erweiterungsprojekte anpassen und dann den entsprechenden Nutzern durch das Launchpad zur Verfügung stellen. Wunderbar. Und also wie gesagt, man kann also sehr wohl mehrere von diesen Frontends kann man machen für eine ähnliche oder vergleichbare Funktionalität. Kein Problem. Was wir auch gesehen haben, ist, dass man auch neben denen, die SAP Standard ausliefert, eben auch verschiedene eigene Applikationen bauen kann, soweit man das eben halt möchte. Und auch das kann dann auch übergreifend sein, muss nicht nur sich auf das SAP beschränken, sondern kann auch durchaus Non-SAP-Systeme mit abdecken. Ja, und wie gesagt, die Oberfläche ist einfach, sie ist schön, sodass eben halt auch dann ein etwas anderes Nutzergefühl vermittelt wird, als man es sonst bisher von diesen klassischen GUI-Transaktionen her kennt. Wir haben jetzt hier nochmal eben 2 kleine Pakete geschnürt. Lieber Jens. Genau. Ja, also wenn wir oder wenn Sie besser gesagt sich dazu entscheiden, ein Fiori-Projekt anzugehen, haben wir für Sie ein kleines Dienstleistungspaket im Angebot, wo es darum geht, dass wir mit Ihnen zusammen 3 Tage zu Ihnen quasi ins Haus kommen, um mit Ihnen den Ist-Zustand aufzunehmen bezüglich Ihres Systems. Das macht sich natürlich immer dann als hilfreich, wenn Sie dann dort auch in Richtung Fiori weiterdenken wollen, dass wir mit Ihnen entsprechend Optimierungspotenziale aufnehmen in den Themenbereichen, die Sie auch bewegen. Hierfür haben wir entsprechend einen vordefinierten Fragenkatalog definiert und würden dann mit Ihnen entsprechend auch in Form von Workshops und Interviews die entsprechenden Themen bearbeiten. Ganz am Ende steht dann letztendlich, dass Sie von uns ein Dokument an die Hand bekommen bezüglich der Auswertung, wo wir dann auch entsprechend Handlungsempfehlungen abgeben für das weitere Vorgehen, damit Sie letztendlich auch Ihre Optimierungspotenziale realisieren können. Von der preislichen Lage bewegen wir uns, das können Sie sehen, bei 6.900 € All-In. Also sofern Sie Interesse haben, dieses Review anzugehen mit uns, kommen Sie gerne auf mich zu. Natürlich stehen wir Ihnen auch für anderweitigen Unterstützungsbedarf im SAP HCM-Umfeld gerne zur Verfügung. Die Kontaktdaten sind im Anhang nachher, die finden Sie. Kommen Sie gerne auf mich zu, ich leite das dann entsprechend bei uns in die Kanäle weiter. Wunderbar, danke Jens. Auch wir von Arcandor haben etwas dabei zu tragen. Und zwar haben wir eine Unterseite auf unserer Website, die sich mit diesem ganzen Thema Fiori beschäftigt. Dort finden Sie auch auf der linken Seite nochmal eine Übersicht über die ganzen Begrifflichkeiten und auch, was das eigentlich bedeutet, Fiori im Gegensatz zu der klassischen Welt. Was wir auch heute Ihnen gerne anbieten wollen, ist, wenn Sie
damit wirklich mal starten wollen, wenn Sie loslegen wollen auf einem ersten System, dann bieten wir jetzt zum Webinar Sonderpreis Ihnen an, dass wir zu Ihnen kommen und die Voraussetzungen mit Ihnen durchführen, damit Sie das Gateway installiert bekommen und dann mal eine Fury ausprobieren können. So, jetzt kommen wir zu den inzwischen reichlich eingegangenen Fragestellungen. Ich hoffe, dass wir Ihnen auch schon einiges beantworten konnten, aber es gibt ja einige, die wirklich sehr interessant sind. Also zur ersten Frage war jetzt hier, wie groß ist der Aufwand beim Customizing HCM, um Furies anzuzeigen, erfahrungsgemäß? Also ich gehe mal davon aus, die Frage ist an mich adressiert. Ja, prinzipiell hängt es natürlich davon ab, ob wir uns im Standard bewegen oder ob Sie da entsprechend auch Erweiterungen vornehmen möchten. Viele Faktoren spielen dafür die Aufwände eine Rolle. Von daher kann ich die Frage, ohne Ihnen da jetzt eine verlässliche, eine valide Zahl zu nennen, so nicht beantworten. Das hängt natürlich davon ab, ob Sie auch Besonderheiten haben, die in dem Prozess mit berücksichtigt werden müssen. Dann natürlich spielt eine ganz große Rolle, wie viele Mitarbeiter sind in diese Prozesse involviert, wie stark werden die differenziert. Da gibt es eine gewisse Spanne von bis. Das muss man aber im Einzelfall dann entsprechend betrachten. Ja, wunderbar. Dann kam hier die Frage, kriegen wir die Folien zur Verfügung gestellt? Ja, bekommen Sie am Ende dieses Vortrags. Da können Sie sogar selber runterladen. Das heißt, Sie müssen dann gar nicht drauf warten. Aber ansonsten können Sie uns auch gerne ansprechen. Wir schicken sie Ihnen gerne zu. Die Frage, die reingekommen ist, ist mit Fury auch eine Anbindung von Auswertungen des SAP-BW möglich? Des SAP-BW, also eine Fury muss nur mit einem OData-Service versorgt werden. Und diese OData-Service-Versorgung, das ist die Rolle, die das SAP Gateway übernimmt und das wiederum kann mit dem BW kommunizieren. Das Gateway ist genau für solche, ich sag mal, Daten-Hub-Funktionalitäten ausgelegt und man würde es dann darüber machen. Dann kam hier die Frage, gibt es für die Portal-Knowledge-Integration ein Fury-Template? Also die Beispiele, die ich Ihnen da vorhin gezeigt habe vom Mitarbeiterportal, dort war tatsächlich eine Oberfläche dargestellt, die wir extra gebaut haben, um auf das Knowledge Management von KM-Portal zuzugreifen, weil wir nämlich auch mit der standardmäßigen Oberfläche nicht zufrieden waren. Meines Wissens gibt es bislang noch keine Fury, die das standardmäßig abdeckt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es so etwas vielleicht in Zukunft geben wird. Aber wir uns gerne an, wenn Sie das möchten, da haben wir Erfahrung. Dann haben wir die Frage Nutzung auch in WebSphere-Portalen. Da muss ich ehrlich gesagt passen, dass ich würde sagen, das ist eine Fragestellung, die wir dann im Nachhinein noch mal klären. Ich bin mir da nicht sicher. Dann haben wir das Thema, wie aufwendig es ist, vorhandene ESS-Services über NetWeaver Business Client auf Fury umzustellen. Vielleicht mal ganz kurz zur Strategie, Oberflächenstrategie von der SAP. Also das, was momentan veröffentlicht worden ist, ist die, dass Fury langfristig das Einstiegsportal sein soll für die ganzen Transaktionen, wo dann auch NetWeaver Business Client mit integriert wird. Jetzt ist natürlich so, dass die Fury eine völlig andere Oberflächenarchitektur haben. Das heißt, wir reden da über HTML5-Container, die dann im Browser lauffähig sind. Insofern ist das schon eine etwas andere Welt, als wenn wir jetzt vorhandene ESS-Szenarien haben, die wir dann über den NetWeaver Business Client dann etwas aufhübschen und eben auch in den Browsern verfügbar machen. Das heißt, wir haben da schon eine andere Technologie unten drunter. Und insofern möchte ich mich da nicht hinreißen lassen zu sagen, wie aufwendig es ist, eine vorhandene ESS umzustellen, sondern ich würde da eher den Weg gehen zu sagen, was sinnvoller, ob es nicht sinnvoller ist, eine neue Fury zu bauen, beziehungsweise eine vorhandene, die vielleicht auch einen ähnlichen Funktionsumfang abdeckt, dann zu verwenden. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Geschwindigkeit Performance von Fury-Apps?
Ja, Fiori Apps sind nach meiner bisherigen Erfahrung sehr performant. Das merkt man vor allem daran, dass sie von Anfang an mit einem Mobile-First-Ansatz konzipiert wurden. Das heißt, dass sie auch auf schwachen Endgeräten, wie jetzt Smartphones im Vergleich zu einem Desktop-Rechner, weiterhin laufen können. Der Datenaustausch, der bei solchen Apps ja meistens der Flaschenhals ist, wenn es um Geschwindigkeit geht, kann durch gut programmierte OData-Schnittstellen optimiert werden. Beispielsweise, wenn man nur blockweise die ersten 10 Einträge lädt und asynchron die weiteren hinterher. Ansonsten können auch Relationen zwischen den Datensätzen gleichzeitig geladen werden, was dann auch den sogenannten Roundtrip auf den Server reduziert und auch dort wiederum eine sehr hohe und, wie ich immer finde, sehr performante und sehr befriedigende Geschwindigkeit aufrechterhält, selbst bei größeren und komplexeren Daten. Ja, dann haben wir noch eine Frage reinbekommen. Wie ist Fiori SAPIRI 5 im Kontext zu S4 HANA zu bewerten? Also zunächst einmal wird von SAP immer gerne das Wort HANA mit in Verbindung gesetzt zu Fiori und SAPIRI 5, zum Beispiel auch bei dieser Demonstration, die wir uns da vorhin angeguckt haben. Ist aber nicht ursächlich miteinander verknüpft. Es gibt natürlich Fioris, die sich standardmäßig auf HANA abstützen, und auch das neue S4 nutzt SAPIRI 5 bzw. Fiori als Oberfläche, das ist richtig, aber es ist nicht so, dass der Einsatz von Fiori oder SAPIRI 5 im Zusammenhang mit der bisherigen ERP-Welt jetzt HANA voraussetzt, das ist nicht so. Das heißt, dort sind wir vollkommen losgelöst, das sind zwar völlig verschiedene Themen. Haben Sie Erfahrung mit der SAP Gateway Cloud Lösung und dem Cloud Connector bezüglich Stabilität, Geschwindigkeit, Implementierung? Ich habe mit einem Projekt damit schon Erfahrung gehabt. Ich persönlich bin großer Cloud-Fan, und das, was ich bislang bei dem Projekt erlebt habe, hat sich als stabil und gut gezeigt. Man hatte nur punktuell Probleme, wenn jetzt zwei Benutzer mit dem gleichen Account versucht haben, gleichzeitig darauf zuzugreifen, aber dass da Probleme entstehen, ist, glaube ich, auch verständlich. Ansonsten hatte ich da einen sehr positiven Eindruck, und es ist auch übrigens der von der SAP längerfristig vorgeschlagene Weg, so damit zu arbeiten. Ich hoffe, das kann die Frage schon mal so weit beantworten. So, jetzt gab es eine weitere Frage. Gibt es Referenzen im öffentlich-rechtlichen Umfeld? Kennen Sie öffentlich-rechtliche Einrichtungen, die bereits auf Fiori einsetzen? Bislang sehen wir leider nur einen geringen Nutzen, kaum nutzbare Apps für den öffentlichen Dienst. Also ganz grundsätzlich, wie wir eben schon gesagt haben, ja, es gibt eine Reihe von Applikationen, die SAP eben standardmäßig ausliefert, aber gerade Fiori lebt von der Individualität. Das heißt, wir haben hier reduzierte Sichten auf die Funktionalität, und insofern empfehlen wir dann auch, wenn es wirklich darauf ankommt, Dinge auch zum Beispiel an gesetzlichen Vorgaben zu orientieren, dann auch wirklich individuelle Apps zu bauen, sofern SAP dann eben die Sachen nicht liefert. Die Oberflächen lassen sich mit recht wenig Aufwand realisieren, und sofern eben halt Funktionsbausteine oder dergleichen im Backend zur Verfügung stehen, sodass man die Funktionalität im Backend zur Verfügung hat und nutzen kann, ist das auch kein großer Aufwand, dort die Anbindung an das Backend Standard SAP herzustellen, sodass die Einführung einer individuellen Fiori gar nicht so aufwendig ist, wie es vielleicht zunächst erscheinen mag. Also falls wir da eben, wie gesagt, nichts finden, was dort standardmäßig funktioniert, ist es kein Problem, auch dort Fiori zu nutzen. Okay, also ich lese sie mal vor, falls nicht lesbar ist. Wie wirkt das Feld, damit ist wohl die Erweiterung gemeint, an das entsprechende Tabellenfeld gebunden? Ganz kurz, ich habe ein SAP-Feld in einer typischen Tabelle. Auf Basis dieser Struktur erstelle ich einen OData-Service, der dann diesen SAP-Datensatz in ein verständliches Format für die Fiori übersetzt, und die Fiori wiederum kann dann dieses Format für sich konsumieren, so nennt man das,
und wird dann dieses Feld in der eigenentwickelten Fiori mit anzeigen können. Was auch vorgesehen ist, dass man vorhandene Services, hinter dieser Fiori liegt ja auch ein Service, den erweitern kann, um das eigene Feld. Und das Erweitern findet sehr ähnlich statt, wie eben von mir in der Web-IDE gezeigt, nur im SAP-Backend. Genau genommen auf dem SAP-Gateway-System. Ansonsten, wenn wir jetzt keine weiteren Fragen haben, wir sind jetzt auch schon ein bisschen über die Zeit, dann würde ich mich jetzt für heute erstmal wieder bedanken für Ihre rege Teilnahme. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir werden mit Sicherheit demnächst wieder weitere Webinare durchführen. Das können Sie bei uns auf dem Eventkalender dann auch sehen und wir werden Sie gerne auch einladen. Wir würden uns freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind und würden uns dann für heute verabschieden aus unserer Runde. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.